Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler und ich möchte mit Ihnen über den plötzlichen Kindstod sprechen. Der plötzliche Kindstod ist schrecklich. Er betrifft in der Regel Neugeborene und Säuglinge, also Kinder unter einem Jahr, und beschreibt den plötzlichen Tod eines Kindes, ohne dass man dafür eine Ursache erkennen konnte. Es wird einfach plötzlich leblos, meist in seinem Bettchen aufgefunden. Und auch ich habe in meinem Arztleben schon einige Fälle miterleben müssen. Früher kam dieser plötzliche Kindstod relativ häufig vor. Bis zu 3 von 1000 Kindern starben daran. Gott sei Dank ist diese Zahl heute kleiner geworden. Weltweit wurden nämlich Statistiken über die Begleitumstände der Kindstodkinder erstellt und dadurch wissen wir jetzt, was alles die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Kindstod verringert. Und damit haben Sie als Eltern etwas, was Sie aktiv gegen den plötzlichen Kindstod tatsächlich tun können. Erstens, lassen Sie Ihr Baby ausschließlich auf dem Rücken oder auf der Seite schlafen. Zweitens, gestillte Babys haben gegenüber den Flaschenkindern einen Vorteil. Auch wenn Sie drittens in einem Schlafsack schlafen. Und viertens, wenn es im eigenen Bett bzw. im Bettnestchen an der Seite vom Elternbett schläft. Fünftens, wenn beide Eltern nicht rauchen, reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Kindstod ebenso. Vielleicht ist das ja jetzt eine ausreichend starke Motivation zum Rauchen aufhören für Sie als Eltern oder als werdende Eltern. Ich jedenfalls bin froh darüber, dass durch das Umsetzen dieser Erkenntnisse heute weniger Babys am plötzlichen Kindstod sterben als früher.